So, hallo liebe Aufrufer. Borussia Dortmund hat im Champions League Spiel, das war schon ein K.O.-Spiel beinahe, in Neapel 3:1 gewonnen. Das ist super gut. Ich möchte das kurz kommentieren und hier mit meinem Bleistift ein großes Kreuz machen, ankreuzen. Das war ein guter Tag. Es war ein toller Fußballtag, insofern, dass ich jetzt dieses vorbereitet habe. Dortmund-Lied. Borussia. Borussia. Also, es ist Verletzungskomplikation, Pech oder Glück, wie man das nennen will, also sehr schwierig. Und der Trainer Jürgen Klopp hat da ein gutes Gefühl dafür, was möglich ist. Zum Glück hat er im Moment den Multifunktionsdauerläufer Kevin Großkreuz. Und das ist ja wirklich nicht mein Lieblingsspieler, aber das ist eine gute Sache. Und so ist das, ob Innenverteidiger, Außenverteidiger oder Mittelfeld oder was weiß ich, ist es erzwungenermaßen das, was der Trainer von Bayern München mit seinen Spielern jetzt absichtlich trainiert, nämlich Rollenwechsel im Spiel, so muss das im Grunde in einem Fußballspiel sein. Also es ist super gut. Dortmund hat gezeigt, wie gut sie sind, wenn sie die Sache ernst nehmen. Dann ist eine Genauigkeit, dann ist wirklich eine Spielerqualität bei den Kombinationen, auch beim Spielverständnis, wenn man sieht, wie die gucken. Ja, Ballverlust, wohin gucken die, wie bewegen sie sich, Ballgewinn, was machen die Spieler. Das war sehr, sehr toll. Und dann gab es also im Grunde genommen den Elfmeter, den dann der Reus geschossen hat, und man darf eben nicht jeden Tag ein Engelspiel erwarten, da werden auch mal Chancen vergurkt, aber es ist eine unglaubliche Qualität dabei. Und also Dortmund ging 1-0 in Führung. Neapel schien mir im Grunde genommen außer der italienischen harten Kante, die sie spielen, also die pressen, sie haben keine Angst, sie haben Selbstvertrauen und so weiter. War das aber dennoch so, dass als das 2:0 durch Błaszczykowski gefallen war, eigentlich davon auszugehen war, dass hier einfach die Qualität von Borussia Dortmund auch im Auswärtsspiel reicht. In der zweiten Halbzeit fiel dann aber durch den eingewechselten Insigne ein Tor, und im Heimspiel 1:2 verkürzt und die Gefahr für Dortmund, wenn das Spiel nicht gewonnen wird, also dann quasi aus der Champions League zu fliegen, war natürlich eine Verunsicherung des Ganzen. Es wurde dann ausgetauscht und der Torschütze Błaszczykowski wurde ersetzt durch Aubameyang. Und Aubameyang, der wirklich Defizite hat im Spielzusammenhang, aber unglaublich schnell ist und so weiter, der hat dann schließlich das dritte Tor geschossen und damit war es geritzt. Dortmund muss jetzt im nächsten Spiel gegen Marseille gewinnen. Ja, dann sind sie ganz sicher im Achtelfinale. Denn der Spitzenreiter der Tabelle Arsenal hat auch gewonnen heute und somit Borussia Dortmund wirklich herzliche Gratulation. Das war super toll, das war mal die Sache ernst genommen und quasi, wenn es auch nicht absolut super Show war, war es richtig gut. So, das war's. Dafür habe ich hier meinen großen Bleistift mobilisiert und das Lied eingeübt.